Und was man sagen kann, ist, dass man die Botschaft, die man von seiner Seelenfamilie bekommt, dass wenn man gerade diese Botschaft nicht bewusst wahrnehmen kann, dass man sagt, sie soll einfach dann kommen, wenn man dafür offen ist. Dann, und das kann dann auch plötzlich im Alltag irgendwo sein. Also, dass man das dann nicht beschränkt. Weil manchmal sind wir in anderen Momenten offener. Und dann wissen wir auch mehr, dass wir nicht alleine sind. Also auch die Menschen, die sagen, sie kennen niemanden, mit dem sie reden können, weil alle anders denken, dann kann es ein Trost sein, wenn man weiß, da ist die Seelenfamilie. Auch wenn sie dann feinstofflich ist und feinstofflich und physisch, das ist zwar nicht das Gleiche, aber trotzdem ist da was. Und wir bekommen dann auch mehr ein Gefühl dazu, dass wir immer begleitet sind. Dass wir zumindest energetisch nie alleine sind. Und ein Teil von uns, unser höheres Selbst, das ist ja der Teil von uns, der nicht inkarniert ist. Der ist ja immer in der geistigen Welt. Und zwischen uns und unserem höheren Selbst, da gehen ja immer Informationen hin und her. Auch wenn wir das gar nicht bemerken. Weil unser höheres Selbst kann uns führen, also kann es uns Dinge zu uns schicken und die Erfahrungen, die wir hier auf der Erde machen, die gehen sozusagen nach oben zu unserem höheren Selbst. Unsere Seele und unser höheres Selbst, die wissen also immer, wo wir gerade sind in unserem Leben und was wir tun. Und der Unterschied ist einfach, sie haben ein größeres Verständnis. Sie wissen, warum wir hier sind und was der Sinn von unserer Lebenssituation ist, in der wir gerade drin sind. Und wir Menschen hier auf der Erde, wir wissen das nicht immer. Und dann kann es sein, dass wir das Gefühl haben, irgendetwas macht keinen Sinn. Aber unsere Seele, die kennt dieses Gefühl nicht, weil sie immer weiß, warum etwas passiert. Das heißt nicht immer, dass wir uns alles ausgesucht haben vor unserer Inkarnation, weil es sind ja nur gewisse Stationen und das dazwischen, das entsteht dann irgendwie
Also das wissen wir nicht, wenn wir inkarnieren, weil wir ja nicht jeden Tag vorausplanen. Also kann es schon Dinge geben, die wir so nicht, ursprünglich nicht vorgeplant haben. Aber auch dann hat unsere Seele immer eine größere Sicht darauf. Also wir hier auf der Erde, wir sind ja der Teil von uns, der am beschränktesten ist.